Hallo und herzlich willkommen wieder mal zurück hier bei Space Engineers. Und ja, ein oder andere hat es vielleicht bei Twitter verfolgt, mein neuer Gaming-PC ist da. Die Aufnahme, keine Panik, ist immer noch auf dem alten Rechner, der nach wie vor super gut ist. Das heißt, alt ist nicht alt, aber ist halt nicht fürs Gaming ausgelegt eigentlich. Hat zwar eine gute Grafikkarte jetzt mittlerweile drin, aber auch wenn es der falsche Anbieter ist, weil AMD halt bei den meisten Spielen nicht so unterstützt wird wie Nvidia. Da hinten liegt noch einer der Hunde. Ich renne da jetzt nicht hin. Aber, ich brauche nämlich erst noch einen HDMI-Switch und ein weiteres 10 Meter HDMI-Kabel. Ja, ich weiß, ein 10 Meter Kabel. Jupp, ich habe hier schon eins verlegt. Und dann kann der PC, von dem ich jetzt hier gerade das aufnehme, wirklich als reiner Aufnahmerechner dienen. Beziehungsweise vielleicht für das eine oder andere extra noch. Und der andere dient dann dazu halt fürs Gaming und diese Sachen dann halt zu zocken, die wir aufnehmen werden. Und es ist echt krass. Also Star Citizen habe ich zum Beispiel gespielt. Das ist somit das Spiel, was am meisten Power abfordert, dem Rechner. Das lief vorher jetzt seit den letzten Updates hier nur sehr, sehr hakelig. Selbst auf minimalsten Einstellungen hakelte es wie Hulle. Und jetzt seit dem der Rechner da ist, habe ich das dann dort mal installiert. Hat ein bisschen gedauert. Und ja, was soll ich sagen? Ladezeit, egal was man macht, egal in welche Welt man geht, bis das Spiel wirklich geladen ist, weniger als eine Minute. Das fand ich echt krass. Das ist das Falsche deshalb. Jetzt müsste es aber dann irgendwie sich verteilen, oder? Ja, jetzt verteilt er sich. Sehr schön. Das heißt, das nehmen wir hier raus. Das müssen wir dann da irgendwie noch mal hier verteilen. Können wir mal gucken, wie es hier aussieht. Und auf höchster Stufe, höchsten Einstellungen und so weiter und so fort, läuft das System super flüssig. Fand ich sehr gut. Also es hat mich sehr, sehr gefreut. Das heißt, definitiv das richtige System gekauft. Bin noch echt extremst zufrieden damit, muss ich sagen. So. Besser könnte es eigentlich im Moment nicht sein. Ja, also so muss das auch sein, ne? Dass man dann wirklich sagt, okay, das hat sich da gelohnt an der Stelle, weil es wäre schade, wenn man das ganze Geld ausgegeben hat und dann feststellt, das war jetzt irgendwie nicht so gut. Ja, das wäre echt kacke. Aber gut, gibt's auch. Ich habe auch schon einige Fehlkäufe in meinem Leben hinter mich gebracht. Aber der zum Glück war definitiv keiner. Ja, und da freue ich mich sehr drüber. Also echt überrascht über die Qualität von dem Produkt. So, aber wie immer gibt es natürlich auch einen kleinen Wermutstropfen. Der denn da ist, dass ich ein bisschen Zeit gebraucht habe, die Speicherstände zu importieren von Space Engineers. Das hat nicht so ohne weiteres funktioniert erst. Gab einige Fehler, aber jetzt sind die Speicherstände da drüben. Ich muss sie natürlich nochmal korrigieren, wenn wir jetzt hier dann entsprechend weitergespielt haben. So, alles aufgerüstet, sehr schön. Aber, es wird Nacht, glaube ich, ne? Ja, die LED leuchtet etwas heller. Wir haben da zumindest schon mal die Möglichkeit zu dann da loszulegen. Ja, es war ein bisschen umständlich. So, mal gucken. Wir wollten ja einen kleinen Fahrtest machen, ne? Ich habe ja immer noch so ein bisschen Bedenken. Wegen den Geschützen und so. Ja. Da bin ich noch so ein bisschen empfindlich, aber gut, wir gucken mal. So. Genau. Also was jetzt machen? Ist ja das. Damit geht's auf zu und das andere war die Sicherung. Genau, jetzt müssen wir. Das ist, glaube ich, der neue Sensor, oder? Ist das denn nur Sensor 2? Wie kacke ist das denn? Man kann doch nicht einen Sensor 2 Sensor 2 nennen. Ja gut, der ist nicht angepasst. Dann nennen wir den hier Sensor in. Und das hier ist außen. Ja, das passt sich ganz gut, denke ich. Okay, Sensor nach links. Gar nicht. Nach rechts. Ja, ein bisschen. Nach unten 5 Meter. Ja, das ist okay. Ausdehnung nach oben.
Eigentlich auch nicht. Einen Meter können wir machen. Ausdehnung nach hinten auch nicht. Ausdehnung nach vorne. Sagen wir rund mal 10 Meter. Ja, das ist okay, denke ich. So, kleine Schiffe erkennen, ja. Besitzer erkennen, jo, das ist. Aber er soll Spieler nicht erkennen. Genau, das soll er nicht. Er soll mich nicht erkennen. Also soll jetzt nicht wegen mir dann irgendwas machen, sondern einfach nur, wenn er halt Audible Proximity hat. Okay, ja, das ist auch nicht schlecht. Okay, aber wir wollen natürlich, dass er damit. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Ich sehe es gerade nicht. Ach ja, hier Gruppen. Ha, ha, ha. Genau das. So, und zwar offen zu. Mhm. Und ich möchte dann gerne noch. Also, das müssen wir gleich noch machen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wenn ich jetzt hier lang fliege, passiert nichts. Okay, das ist in Ordnung. Das ist okay. Wir wollten noch LEDs anbringen. Beziehungsweise nennt sich das ja Innenbeleuchtung. Ja, das muss man immer so im Hinterkopf behalten. Nur mal so als Beispiel. Krasser Unterschied. Also, was heißt krasser Unterschied? Aber zumindest der Rechner jetzt, Grafikkarte dreht schon auf, obwohl sie gar nicht mal so verkehrt ist, dreht schon auf und wird laut. Der neue Rechner, selbst bei Star Citizen, bei hier Subnautica, bei dem Spiel hier, egal bei was, auf den höchsten Einstellungen, schnurren kannst du nicht sagen, weil du hörst ihn einfach nicht. Es ist egal, was du machst. Der ist einfach mega, mega leise. Sieht dazu halt noch episch aus. Und hier zum Beispiel zocken wir im Schnitt auf dem System so mit 30 bis 50 Frames. Wenn wir mal Glück haben, sollen wir mal bei. Können wir gucken, wo wir jetzt gerade sind. Ja, jetzt sind wir bei 47, 46, also so zwischen 40, 50 oder 30 und 45 ist so eigentlich hier so das Normale. Also nicht so extrem, aber auch nicht mega schlecht. Kommt halt immer drauf an, was du da machst. Herstellungskomponenten brauchen wir, okay. Ach, eine einzige Herstellungskomponente. Jo, dann können wir die uns doch geben. Und bei dem anderen haben wir eigentlich fast die ganze Zeit 120 Frames pro Sekunde. Also schon ein ganz schöner Performance-Unterschied. Allerdings muss man sagen, hakelt es auch da manchmal, also zumindest bei Space Engineers. Was aber an der Performance auf dem Planeten liegt. Also ich habe jetzt im Forum gesehen, selbst die Leute mit gleichem System oder noch krasserem System, wo dann zum Beispiel zwei Grafikkarten im Verbund sind und sowas, selbst die haben bei der Performance auf dem Planeten Probleme, weil das Ding einfach halt so ein bisschen Probleme macht. Aber ich muss sagen, das hatte ich jetzt nur ein einziges Mal, ansonsten lief es sehr rund. Ich denke, wenn man halt noch mehr abbaut und mehr baut, dann könnte das vielleicht passieren, aber so, das war jetzt ein Hakler und dann lief das eigentlich vernünftig. Also ich konnte mich zumindest nicht beschweren und muss sagen, es hat schon echt Laune gemacht. Also es ist ein ganz, ganz anderes Erlebnis, wenn du auf einmal Performance hast, bis zum Abwinken. So, das haben wir da. Das sind die LEDs, genau. Die gefallen mir schon mal. Ja, genau. Dann gehen wir hier an so eine Schaltkonsole ran. Machen wir eine LED-Gruppe auf. Beziehungsweise müssen wir Innenbeleuchtung gucken. Genau, Innenbeleuchtung. So, hier Gruppe. LED. So, Hangar Toy. Ich bin immer dafür, alles mal ausreichend zu benennen, damit man halt das auch wirklich gut wiederfindet. So, Farbe wollen wir festlegen. Irgendwie. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Intensität, jupp, volle Kanne. Blinkabstand, sagen wir irgendwas mit 2,5 Sekunden. Ich denke, das ist ganz okay. Blinkdauer. Prozentual zum Blickabstand. Ja, doch machen wir mal 10%. Wir können das gleich mal so ein bisschen ausprobieren. Blinkverzögerung. Ne, das ist okay. Speichern. Okay, und was macht er jetzt? Ja, die Blinkdauer muss hochgesetzt werden. Ich finde, das sieht nicht aus, wenn man dann das sich so anschaut und dann ist diese Blinkdauer dann auf einmal so kurz. Das ist auch hier echt zu wenig. Oh, 20% sagen.
Ja, vielleicht noch mal ein bisschen höher. Vielleicht auf 25% gehen. So. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, aber das schalten wir aus. Genau. Denn, achso, halt, ja, das, jetzt bin ich da runtergefallen, obwohl ich eigentlich gar nicht runterfallen wollte. Denn das, jetzt muss ich kurz gucken, oder mal. Sensor. Wir hatten das ja immer. Sensor in. Genau, Sensor in. So, konfigurieren. Mhm. Haben wir jetzt. Genau, dann nehmen wir die Gruppe. LED in. Und dann sagen wir an, aus. Das heißt, wenn wir von draußen kommen, wird das. Also, wir sehen, das funktioniert jetzt schon ganz gut. So, an, aus. Mhm. Okay, wunderherrlich. Dann machen wir das hier. Bei dem dann entsprechend auch. An, aus. Es kann ja immer nur ein Zustand sein. Von daher passt sich das. Okay. Dann wird es automatisch ausgeschaltet, wenn wir dann nach draußen fahren. So, einmal speichern. Machen wir hier kurz. Ich mache das ja ganz gerne damit. Und dann nochmal speichern auf normal. Dann haben wir einen Safe Game Stand jetzt. Mhm. Wunderbar. So, und dann fahren wir mal raus, würde ich sagen. Ne? Also einmal mal so kurz um Block. ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Achso, habe ich meinen Helm noch auf? Nee. Aber, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Entschuldigung. Jetzt haben wir kurz, ich wollte eigentlich nur das hier. Achso, warte mal. Ich muss mal ganz kurz das hier wegklicken. Ja, sonst bleibt das hier ewig bei uns und das wollen wir ja nicht. So. Sieht schon ganz gut aus, ne? Jetzt sitzen wir da so drin. Mhm. Und dann müssen wir nur schauen. Wir haben jetzt die Handbremse an. Okay. Ich brauche noch eine Taste für die Geschütze. Ja, legen wir mal auf die 9. Achso, nee, ich will die ja nicht bedienen. Warte. Müssen wir erst die Geschütze kurz zusammenfassen. So, Gatling, genau. Und dann legen wir hier die Gruppe. Okay, muss es so ein bisschen verquer, glaube ich. Und dann an, ausschalten. Genau, wunderbärchenhaft. Wir lassen die jetzt mal an. Einfach um zu gucken, was passiert. Also ich schaffe es jetzt nicht den Berg hoch, okay. Das ist bitter. Müssen wir mal gucken hier. Hab ich Fahrwerk? Ach so, Radaufhängung. Ah, okay. Radaufhängung müssen wir noch ändern. Nochmal hier. Fahrwerk. Ich denke, Fahrwerk passt ganz gut. So, und dann gehen wir hier mal nach oben, wählen unser Fahrwerk aus und stellen wir es mal ein. So, maximal sagen wir 30 km/h. Mehr schneller will ich, oder 30 Meter pro Sekunde schneller soll es nicht sein. Steering Speed. Jo, alles okay. Inward Propulsion. Was können wir so lassen? Energie. Ja, das ist auch in Ordnung. So, Dämpfung. Und das hier hatte ich gelesen auf 9. Da war jemand der Meinung, das wäre die beste Einstellung. Genau, Speed Limit. 31. Schneller soll er nicht werden. Aber die Energie möchte ich gerne auf 40 setzen. So. Und wir sehen, das Hangar-Tor geht auf und wir kommen nicht raus. Okay, da müssen wir dann mal, glaube ich, das Ganze nochmal neu laden. Also wir haben schon gesehen, wir sind jetzt definitiv halt zu groß. Jetzt haben wir ein bisschen das Problem, da oben ist der Turm dran und alles. Das heißt, wir müssen das dann fertig bauen. Hier oben und entsprechend
dann sichern, damit wir ein anderes Tor verbauen können, damit wir mit unserem Fahrzeug rauskommen. Jetzt sind wir, glaube ich, einen Block zu hoch gewesen. Eieiei. Naja, was willst du machen, ne? Dann müssen wir das noch anpassen und ich denke, dann beim nächsten Mal kriegen wir das hin. Gut, dann verabschiede ich mich erstmal. Wir sehen uns ja dann, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.